Hallo, ich bin ein Kind dieser Erde und ich habe morgens so Gedanken, die ich so denke, bevor ich aufstehe. Ich wollte euch einfach mal daran teilhaben lassen an meinen Gedanken, weil ich denke, dass es euch vielleicht interessiert, dass ihr vielleicht die gleichen Gedanken auch schon mal gedacht habt. Und sonst wäre ich vielleicht auch nicht auf das Video gestoßen. Und ja, von daher wird das ein Bauchi-Video, inspiriert von Bauchi, der einfach die Kamera anmacht und loslabert. Ist das jetzt auch so ein Video, Kamera an und loslabern. Und ich denke nach über das, was ich in meinem Leben lerne. Über Lebenserfahrung, die ich sammle, meine ganz persönliche. Und über meine Kindheit. Ich bin ein Kind dieser Erde. Und ich muss sagen, meine Eltern waren 20, 25, wo ich gekommen bin. Und in meinem Freundeskreis ist es ähnlich. Also ich glaube, ich glaube, Statistiken sagen es auch, dass die Eltern meiner Generation alle so nur so 20, 25 waren, wo sie Kinder bekommen haben. Und ja, was hat man mit 20 schon gelernt? Das, was die Eltern einem beigebracht haben? Das, was die Schule einem beigebracht hat, die Ausbildung. Ja, und dann ist man ja schon 20. Ja. Was lernen wir in der Schule und zu Hause? Und was hat das alles gemeinsam? Ich meine, zur Schule müssen wir gehen. Wir gehen ja nicht. Wir dürfen da nicht freiwillig hingehen, weil wir da gerade irgendwie Bock drauf haben, sondern es gibt eine Schulpflicht. Und die Lehrer wollen uns das beibringen. Und wenn wir da nicht das lernen, was wir lernen sollen, kriegen wir schlechte Noten. Wenn wir das lernen, was wir lernen sollen, dann kriegen wir gute Noten. So Belohnung, Bestrafungsprinzip und das... Das ist in der Schule so, das war zu Hause so, das ist in der Ausbildung so mit dem, ja, wir sollen, es ist eigentlich immer so, dass wir gehorchen sollen. Den Eltern, den Lehrern, dem Chef, der Regierung, ja, und ja, Gehorsam. Gehorsam heißt, dass ich auch vertraue. Wenn ich jemandem gehorche, vertraue ich ihm, dass dieser Mensch einfach nur das Beste für mich möchte. Dass dieser Mensch für mich die Verantwortung übernimmt. Und was können meine Eltern? Was konnten meine Eltern, was können Menschen mit 20 für eine Verantwortung übernehmen, die in ihrem Leben bisher nur Gehorsam gelernt haben? Was können sie mir dann beibringen? Eigentlich nur Gehorsam.
Ja, und aber können Sie Verantwortung tragen? Können Sie meine Bedürfnisse erfüllen? Meine Wünsche? Also ich wollte als Kind immer wissen, wie die Welt funktioniert. Schon immer wollte ich wissen, was. Wie funktioniert das hier alles? Wie sind da überhaupt die Spielregeln und. So. Naja, und. So Erklärungen. Erklärungen konnte ich von meinen Eltern nicht so viele bekommen zu den Fragen, die ich hatte. Meine Eltern, wie auch. Sie haben ja selber nur Gehorsam gelernt. Blindengehorsam. Weil die Erklärung, wie die Welt funktioniert, das erfahren wir erst durch Lebenserfahrung. Dadurch, dass wir es selbst erfahren, dass wir die Welt beobachten. Und mit 20 hast du noch nicht so viel beobachtet. Du hast erstmal nur gelernt zu gehorchen, damit du nicht bestraft wirst. Wenn ich jemandem gehorche, dann vertraue ich ihm, dass er einfach das Beste für mich will. Dass er für mich oder sie für mich Entscheidungen trifft und es einfach besser weiß als ich. Und jeder, der von mir Gehorsam erwartet, der von dem erwarte ich, dass er für mich die Verantwortung übernimmt. Dass er ausreichend Lebenserfahrung hat, ausreichend Wissen hat, um meine Bedürfnisse zu erfüllen, um meine Wünsche zu erfüllen, um alles zu tun, damit es mir gut geht. Wenn andere für mich die Verantwortung übernehmen, wie kommt es dann, dass ich enttäuscht werde? Also, ich meine, können andere Menschen für mich Verantwortung übernehmen? Konnten meine Eltern mich glücklich machen? Können die Lehrer mir das beibringen, was ich wissen wollte? Konnten sie es? Konnten Können Chef und Regierung und wer auch immer uns was sagen will, können die alle unsere Bedürfnisse erfüllen? Können sie es? Können sie eure Bedürfnisse erfüllen? Alle. Also, mit meiner Frage, wie die Welt funktioniert. In der Schule habe ich so materielle Dinge gelernt. Wenn ich nachgefragt habe, ich habe so Dinge erfahren wie, naja, eine Blume braucht Wasser, um zu wachsen. Aber ein Geist braucht Wissen, um zu wachsen. So geistige Dinge, so Dinge wie, woher kommt meine Seele? Habe ich eine Seele? Was ist das? Und wenn ich etwas tue, was hat es für Konsequenzen? Und also ich meine, was hat es wirklich für Konsequenzen? Ich meine, für Konsequenzen, wenn da niemand da ist, der für mich Verantwortung übernimmt. Ja, du musst die Natur beobachten.
Eine Pflanze vertrocknen, wenn ich ihr kein Wasser gebe. Der Geist wird dumm, wenn ich ihm kein Wissen gebe. Aber wenn ich einer Pflanze, wenn ich sie zu viel gieße, dann geht sie auch ein. Und wenn ich ein Kind mit Informationen oder einen Menschen mit Informationen überschütte, dann kann er die auch nicht mehr aufnehmen. Genau wie eine Pflanze das Wasser. Und manchmal braucht eine Pflanze auch ganz bestimmte Stoffe und ganz bestimmte Mineralien. Und dann muss sie düngen. Und dann muss sie vielleicht einen Spezialdünger anwenden. Und genauso brauche ich als Mensch manchmal ganz bestimmte Informationen, Schlüsselinformationen, um weiterzukommen. Aber können mir Menschen, die mir Befehle geben, diese Informationen geben, die ich brauche? Meine Eltern konnten mir die Informationen nicht geben, die ich haben wollte. Meine Eltern konnten mir meine Fragen nicht erklären. Hey, mit der Frage, woher komme ich, woher kommt meine Seele, zu antworten, der Klapperstorch hat die Mama ins Bein gebissen? Hey, oder das Märchen vom Weihnachtsmann, dass die ganze Welt ihren Kindern das Märchen vom Weihnachtsmann erzählt und es völlig glaubhaft rüberbringt und die Kinder übelst verarscht damit. Das nennt ihr Verantwortung? Das nennt ihr den Kindern die Welt erklären? Uiuiui. Ui, ui. Ich glaube, da gibt es noch ein paar mehr Märchen, die aufzudecken sind. Naja. Es gibt einige Dinge, die wir nur selbst erfahren können. Die wir erfahren, wenn wir ehrlich sind. Und wenn wir bei uns anfangen, wenn wir erstmal ehrlich zu uns selbst sind. Ehrlich zu anderen. Wenn wir ehrlich sagen, hey, dies und jenes weiß ich nicht. Frag den und den, der weiß es vielleicht. Das hat mir meine Mutter beigebracht. Ich bin dankbar, bin meiner Mutter dankbar dafür, dass sie gesagt hat, hey, die Frage kann ich dir nicht beantworten, frag dein Opa. Der ist Lehrer, der weiß das. Ich bin dankbar dafür, dass ich mit meinen Großeltern aufwachsen durfte. Meine Großeltern haben schon Lebenserfahrung gesammelt, als ich zur Welt kam. Die sind auch ganz anders mit mir umgegangen. Nicht mehr so mit Bestrafung und so. Die haben mir meine Fragen beantwortet. Die haben mir die Welt gezeigt. Die haben mit mir die Natur beobachtet. Mit mir Experimente gemacht, Lesen geübt. Ja, ist schon cool. Einen naturwissenschaftlichen Lehrer als Opa zu haben. Oder einen Bauer als Opa zu haben. Die haben die Natur beobachtet. Ich bin dankbar dafür, solche Opas gehabt zu haben.